schwule Kunst in die Öffentlichkeit zu bringen und gleichzeitig die schwulen und queeren Institutionen in München zu unterstützen. Das dachte sich Silke Lerche, welche die Kassetten über die Hypertrophien von Bertram Lerche, ihrem Bruder, der ein schwuler Künstler in München gewesen ist, nun an die Öffentlichkeit bringen möchte. Der komplette Erlös von diesen Kassetten geht an SUB und an die Regenbogenstiftung. Das bedeutet für alle da draußen, welche sich für schwule und queere Kunst interessieren und gleichzeitig die Community hier stärken wollen, das auf jeden Fall ein interessantes Projekt ist. Deswegen heute zu Gast bei mir Silke Lerche, die Schwester von Bertram Lerche. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Danke sehr. Sehr gerne, ich freue mich auch. Ihr habt euch dazu entschieden, diese Kassetten zu verkaufen und diesen kompletten Erlös, die von denen generiert wird, dem SUB und der Regenbogenstiftung zur Verfügung Ja, zu absolut stellen. richtig. Genau, also der Bertram ist ja vor 5 Jahren verstorben und hat eben einen reichen künstlerischen Nachlass uns hinterlassen. Und unter anderem eben die Kassetten. Er hat sie seinerzeit ausgestellt, also auch in München, in der Art Scouting Galerie in der Klenzestraße. Ein paar sind veräußert, aber es sind auch einige da gewesen. Und das hat uns dann dazu bewogen zu sagen, Mensch, wir verkaufen sie, wir haben sie erstmal im Freundeskreis, also in seinem Freundes- und Bekanntenkreis angeboten und mit der Zielsetzung, dass der Erlös, wie du gesagt hast, dann 1:1 der SUB und der Regenbogenstiftung zugutekommt. Damals war noch nicht klar, was für ein Projekt entsteht, aber natürlich, ich hatte dann mit dem Dr. Kai Kundrat gesprochen und gesagt, Mensch, es wäre schön, wenn wir, und mit dem Herrn Unterforsthuber, wäre schön, wenn wir irgendwo etwas Konkretes hätten, wo man sagt, unter dem Kennwort Bertram ist das eben entstanden. War uns aber damals nicht bewusst und dann kam auch noch Corona dazwischen. Insofern dazwischen, dass eigentlich die Spendengelder noch wichtiger waren, als wir ursprünglich auch überhaupt vermuten konnten. Die Idee war halt, Mensch, das soll jetzt nicht in der Schublade bleiben und Kunst gehört unter die Leute und so ist es entstanden. Bei den Hypertrophien geht es ja um plastische Arbeiten. Wir haben hier sehr viele verschiedene Materialien, über denen ja auch so eine Metaebene schwingt. Dadurch, dass es sehr viele, also es eine Reihe von Kunstwerken ist. Und wir haben ja ein bisschen diesen Fetischaspekt drin. Wir haben dieses Überladene, was ja auch dieser Begriff der Hypertrophie so ein bisschen suggeriert. Was mich so ein bisschen interessieren würde, wie so die Hypertrophien denn auf dich auch so wirken als eine Person, die ja Bertram gut kannte. Damals, als er angefangen hat, so Ende der 90er Jahre, war mir natürlich dieses erotisch Konnotierte sofort bewusst. Das ist, da kommt man nicht dran vorbei. Das ist auch das, was den Bertram sicherlich interessiert hat, so mit dem Thema Scham, Schamlosigkeit, Triebe, Lust zu arbeiten. Und insofern war mir das natürlich bekannt und das ist mitgeschwungen. Aber was mich in der Tat sofort immer fasziniert hat, ist die Ausführungsqualität. Also wie du gesagt hast, der hat ja mit sehr viel verschiedenen Materialien gearbeitet, also mit Stoff, mit Leder, mit Borten, hat teilweise was gehäkelt, auch was Plüschiges gemacht, dann auch hat er eine mit einem Teddystoff gemacht. Und das ist so diese Ausführungsqualität im Detail. Und was ich immer witzig fand und finde, ist, dass es einerseits ja so was Süßes, Schnuckeliges hat und dann aber eben so was Schockierendes. Also viele Menschen, die Hypertrophien sehen und gesehen haben, hat man schon gemerkt, dass das auch so ein was Beklommenmachendes ist. Das fand ich eigentlich immer witzig, dass das so skurril ist. Eben einerseits so dieses Niedliche und andererseits eben so, wo die Leute sagen, ups, da geht es ja um Lust. Ja, und du hast auch über so den Begriff Scham und Schamlosigkeit gesprochen. Ist ja auch der Titel von einem Text, der verfasst wurde für diese Kassette. Finde ich an sich auch sehr, sehr interessant, das so zu kontextualisieren. Weil da geht es ja, also diese Texte, welche in dieser Kassette ja drin sind, geben ja so verschiedene Perspektiven auf diese Arbeiten. Da gibt es so etwas Historisches, wir haben etwas Philosophisches und es geht auch natürlich um diese sexuelle Komponente, welche ja sehr stark bei diesen Arbeiten rauskommt.
Und da, jetzt wo du es gesagt hast, mit der Scham und mit der Schamlosigkeit, was man ja auch so im Kontext von verschiedenen Zeiten jeweils auch irgendwie als Werte sieht, so, ne? Die Schamlosigkeit so von jetzt zum Beispiel bei schwulen Männern oder bei queeren Menschen und aber auch die Scham so aus der Geschichte, geht es ja auch in dem Text, wurde so auch ein bisschen angesprochen, zum Teil auch um die Veredelung von etwas, weil es so ein bisschen verhüllt war, weil es nicht so offensichtlich war. Den Bertram hat an und für sich interessiert und da dieses Thema Lust aus dieser schambehafteten Ecke zu holen, dieses Tabuthema zu entzaubern und damit recht unverblümt eben auf eine Öffentlichkeit zuzugehen, hatte ja die Hypertrophien auch, bevor es zu diesen Kassetten gekommen ist, ausgestellt. Also es gibt zwei Epochen sozusagen, wie er mit den Hypertrophien gearbeitet hat. Und eben indem er da so offensiv mit so einem Lust und erotisch konnotierten Thema an die Öffentlichkeit geht, hat er an und für sich mit diesem Thema Schamhaft, Schamlosigkeit gespielt. Für Bertram war ja zum Beispiel das Sub auch ein Ort, den er gern aufgesucht hat. Das steht natürlich dann auch vor dem Hintergrund natürlich so mit Bertrams Identität, ne? Also ich finde, dass das alles noch mal ein bisschen anders dasteht, wenn man zum Beispiel jetzt auch weiß, okay, dahinter steckt ein schwuler Mann und das ist jetzt nicht unbedingt ein heterosexueller Mann gewesen, dessen Sexualität offen zelebriert wird in der Gesellschaft, die zur Schau dargestellt wird, die als positiv und mächtig wahrgenommen wird, sondern auch etwas, was marginalisiert wird und wurde. Vor allem auch jetzt in der Entstehungszeit, das ist natürlich nochmal auch ein anderes Ding gewesen, muss man dazu sagen. Da hat sich was getan. Es Ja, ist, ja, absolut. das ist so, natürlich, ich als queere Person lese Ja. das dann natürlich auch so, dass ich mir so denke, ja, also ich kann das persönlich sehr gut, ich kannte ihn nicht, ne, aber ich persönlich würde das Motiv sehr gut nachvollziehen können, wenn es darum geht zu sagen, hey, ich habe diese Scham und jetzt gerade erst recht zeige ich das. Gerade erst recht zeige ich das, was versteckt werden soll, Genau. weil einfach ich mache jetzt was draus. Ich will mich nicht verstecken. Ich Richtig. will, genau. Ich will mit meiner Lust und Triebhaftigkeit sozusagen an die Ja. Öffentlichkeit gehen, das thematisieren und ja, eben nicht verstecken. Ich glaube, gelesen zu haben, dass Bertram auch meinte, ob jetzt diese Skulpturen oder Plastiken jetzt Zuspruch finden oder Irritation auslösen, wichtig ist ihm, dass sie da was Ja, auslösen. genau. Ja, Genau. absolut. Und ich denke, das ist die Rolle von Kunst. Und wie man die Kunst rezipiert, kann der Künstler oft auch gar nicht bestimmen. Also ich hab schon viel auch mit Künstlern zu tun und ich weiß, dass manche Künstler dann ganz enttäuscht sind, wenn sie hören, wie eben Kunst rezipiert wird von dem einen oder anderen. Aber ich denke, es hat eben viel mit einem selber zu tun und was man in den Kunstobjekten oder Bildern sieht. Und dann hat Kunst eh schon wahnsinnig viel gemacht, wenn Ja. es etwas hervorholt, verborgene Gefühle, Gedanken, Impulse, vielleicht auch Dinge, ja, wo man sich schämt, wo man Schmerzen empfindet, was einen schockiert, ängstigt. Also, aber all das ist Kunst und das kann Kunst leisten. Bertram hat ja dann noch mal also das ist auch parallel gelaufen, aber er hat ja dann zum Schluss auch mehr Peitschen gemacht. Und es ist interessant, also wenn ich die Menschen, die kommen zu mir in die Galerie, wo wir die Peitschen auch ausgestellt haben, da sind ganz unterschiedliche Reaktionen. Also es gibt Leute, die sagen, boah, das ist Religion, religiös, Geißelung. Interessant. Und dann, wenn ich dann so reingebe, ja, es könnte ja auch was anderes sein, weil das ist es jetzt mal wirklich nicht, was den Bertram Ja. beschäftigt hat. Aha. Aber wobei so, vielleicht kann ich das nicht einmal behaupten, so, aber also meine Interpretation. Und dann sage ich, ja, es könnte ja auch was anderes sein, es ist ja auch, könnte auch erotisch konnotiert sein. Nein, 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 das ist Religion, nein, das ist Religion, das ist eine katholische Kirche. Und das ist, oder andere sagen, boah, ist das brutal und sehen vor allem eben so dieses Sklaven und Leute auspeitschen und sehen das als einen ganz brutalen Gegenstand und nicht etwas, was vielleicht auch Lust Gewinn bringen Ja. kann in gewissen Kontexten. Und das ist so spannend, selbst wenn man dann sagt, ja, es könnte doch auch was anderes sein. Nö, das ist es nicht.
Also diese Kunst holt ja wirklich die Assoziationen der Menschen hervor. Ne? Ja, Also genau, ja. dadurch, dass da so viele verschiedene Einflüsse drin sind, das Bunte, ein bisschen das Schrille, das Fetisch-mäßige, aber auch irgendwie dieses Kindliche, das kommt immer drauf Kindlich an. ist auch ein schöner Begriff, absolut, finde ich Denn auch. dann erfährt man stellenweise, wenn man sich das anschaut, diese Reaktion, sehr viel über diese Ja, Person genau so auch, ist es. was sie denn darin Ja. so erkennen. Ich würde noch mal, wenn über den Begriff, du hast es so nett eingeführt, ganz zu Anfang, Hypertrophien. Das Naheliegende ist ja, dass man, also Hypertrophien, dass das so eine Überspitzung von Trophäen ist. Ja. Und auch da arbeitet er mit der Begrifflichkeit auch wieder absolut ambivalent. Also er bietet einen Begriff an, auf den man gerne springt. Was aber witzig ist, ist ja ein Kunstbegriff, Hypertrophien, und es ist eigentlich ja, Hypertrophie, und ist ein Phänomen von, wenn Organe oder Teile von Organen zu schnell wachsen, also wenn was zu schnell oder überhaupt zu groß wird, weil es zu viele Zellen gibt. Diese Schamkapseln, wie er sie auch genannt hat, sind ja eine Überzeichnung des männlichen Genitals, eine Übergrößung. Und das ist natürlich auch nochmal etwas, was ganz spannend ist, dass man einerseits geneigt ist zu sagen, ja, das sind Trophäen und Superlative der Trophäen. Und andererseits, wenn man überlegt, ja, woher kommt der Begriff, was hat ihn so inspiriert eben zu diesem Kunstnamen? Also es gab eben so ab den Ende 90er Jahre hat er eben angefangen, die Hypertrophien zu erarbeiten, zu gestalten. Ist erst so, würde ich sagen, recht bescheiden losgegangen und hat er da aber auch dann eben wirklich nach allen Regeln der Kunst durchdekliniert. Und sie wurden auch immer größer und bis sie dann irgendwann so groß waren, dass sie schon fast zu Masken geworden sind. Und dann hat er ja mit Masken weitergemacht. Und das ist so, das würde ich so als die erste Phase sehen. Und dann hat er eben ein neues Kunstwerk geschaffen, in Form eines Auflagenobjekts. Und das sind eben hier die Kassetten wiederum. Also war eine andere Herangehensweise, nochmal sozusagen die Hypertrophien in Szene zu setzen, von einem Fotografen fotografieren zu lassen und dann eben so, mit verschiedenen Hintergründen, farblich abgestimmt, sehr schön und sie dann praktisch nochmal in Form dieser Kassetten als Auflagenobjekt zugänglich zu machen. Also was nochmal so ein ganz neues, anderes Kunstprojekt war. Und im Zuge dessen hat er dann auch eben die Texte erstellen lassen von Cosima Reif. Das, was du angesprochen hast, Scham und Schamlosigkeit, ist ein zweiter Text, der drin ist. Und das ist ein Kunsthistoriker, der sich eben mit dem Thema Scham und auseinandergesetzt hat und mit der Zeit, wo der Begriff hochgekommen ist. Das ist so Ende 15. Jahrhundert, ist überhaupt dieser Begriff hochgekommen und das finde ich ganz spannend. Und dann ist es auch losgegangen, dass man auch eben definiert hat, was ist jetzt Scham und wo sollte man sich schämen. Und dann ist es auch so gegangen, dass man eben überhaupt diese Gefühle der Schamhaftigkeit entwickelt hat. Das fand ich auch ganz spannend und das hat eben Bertram dann in den Kontext gestellt. Ich meine, wie du es gerade angesprochen hast, natürlich diese Kassetten sind noch mal so ein ganz anderer Kontext für diese Arbeiten. Wenn wir gerade schon bei den Kassetten Ja. sind, möchtest du uns da etwas dazu zeigen? Ich würde sie jetzt ungern runternehmen wollen, aber ich deute mal, also ich sag mal, es sind ja hier Blätter ausgestellt. Das sind jetzt vier Blätter. Es sind in Summe sind so 25 Blätter drinnen und Abbildungen, ich glaube, so 33, 34. Das heißt also, ein paar Blätter sind beidseitig bedruckt. Was wirklich toll ist, also hier vorne ist eine Glasscheibe. Und es fällt vielen nicht auf. Und man kann also diese Einlegeblätter eben dann ausstellen, indem man sich genau das richtige Einlegeblatt hervorholt, was man gerade visualisieren möchte und dann eben wie in einem Bilderrahmen sozusagen präsentieren. Man sieht es ja, das ist so ein Leinenbezug von Münchner Buchbinderfirma. Also die sind dann per Hand gefertigt. Also auch handwerklich einfach mit viel Liebe erstellt. Und limitiert. Richtig, ja, du sagst es. Das sind 50 Exemplare und alle sind also nummeriert und praktisch signiert. Wir freuen uns auf diese Ausstellung und wir freuen uns über diese ganze Aktion. Das ist fantastisch.
Für all diejenigen, welche queere Kunst fantastisch finden und sich dafür interessieren und gleichzeitig noch die queere Community in München stärken wollen, denkt drüber nach. Die Kassetten von Bertram Lerche stehen jetzt hier zur Verfügung und der ganze Erlös geht an das Sub und an die Regenbogenstiftung. Damit wurde hier das ganze Streaming-Erlebnis und die ganze Aufnahme möglich gemacht. Und vielen Dank nochmal, Silke, für deine Unterstützung und für dein Engagement für die Ja, Community. mir ist noch ein Anliegen, also und eben hinter dieser Aktion steht also nicht nur ich, sondern auch eben Ottmar. Wir haben das gemeinsam angeschoben. Das ist so ein Thema, was ich gerne nochmal erwähnen möchte. Und herzlich gerne und vielen, vielen Dank für dieses schöne, angenehme Gespräch, Camille. Dankeschön und danke für Da, die Einladung. ich danke euch. Dann freuen wir uns auf die Ausstellung.